Und auf geht's in den Turm von Owen. Damit ist nicht die britische Fußballlegende Michael Owen gemeint. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der nicht gemeint ist. Keine Ahnung, wie ich jetzt da aufgekommen bin, aber hey. Manchmal gehen einem weirde Gedanken durch den Kopf, okay? Die Sache ist halt, bei mir ist manchmal so, ich habe über so viele Themen, egal ob es jetzt wissenschaftliche oder popkulturelle Themen sind, habe ich teilweise mehr Wissen als viele andere und auch über ein breit gefächertes Feld, sage ich jetzt mal. Das ist bei mir immer sehr interessant. Es gibt nur sehr wenige popkulturelle Felder, wo ich sagen würde, boah, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Aber eine von den Feldern ist tatsächlich Horror. Ich gehöre zu den Leuten, ich habe keine Ahnung, wenn es um Horror geht. Außer es sind Horror-Games. Da kenne ich mich ein bisschen aus, aber da auch nur, weil, mich intensiv mit Gaming-News auseinandersetzt und da kriegt man auch schon das ein oder andere Mal gerne mal was von einem Horror-Game mit. Aber ansonsten, ich gehöre zu den Leuten, ich habe null Ahnung von Horror. Aisra, oh. Das tut leider in etwa so sehr weh, wie ich erwartet habe. Stumm! Fast einer meiner Magier stumm zaubern. Er ist nicht so der Fan von gewesen. Wie man sich eventuell vorstellen kann. Stumme Magier sollen in der Regel nicht so viel bringen, habe ich gehört. 300... Okay. Eine Runde schwimmen gefällig. Wir können doch gar nicht so tief tauchen. Aber wenn wir Frösche wären. Frösche? Ich hasse Frösche, die sind so glitzig. Ich will kein Frosch sein. Ah ja, zweidimensionale Charaktere at its best. Und das. Und zweidimensional war nicht auf die Darstellung von ihnen bezogen. Auch wenn die auch zweidimensional ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich verbrauche zu viel Magie-Slots. Ich habe das Gefühl, das könnte böse enden. Egal. Wird schon klappen irgendwie. Hätte die Heilung nicht passieren können, nachdem ich bei mir alles von mir draufgehauen habe. Nur mal so als kleine Inspiration. Ich merke schon, dieser Dungeon wird spaßig. Spaßig im Sinne von, ich habe keine Ahnung, ob ich ihn schaffe oder nicht, weil mir so langsam die Ressourcen ausgehen. Ah, warte, hier ist der Eingang. Das heißt, ich bin einmal effektiv im Kreis gelaufen. Nett. Aber hey, ich habe die Erfahrung bekommen. Ich meine, das ist ja schon mal viel wert. Und ich sollte fliehen, weil ich vergessen habe, Arc zu heilen. Nein. Ich hatte jetzt schon kommen gesehen. Die sind dran und hauen Arc sofort weg. Ich hatte es ehrlich gesagt schon kommen gesehen. Ja, ich werd Frosch auf mich wuppen. Keine Sorge. Ja, die Unterhaltung hatten wir schon. Magie, Refia, Frosch.
Okay. Ich glaube, um das aufzuheben, muss man ja nochmal Frosch wirken, oder? Ja, okay. Ansonsten wäre der nächste Kampf sehr lustig geworden. Und mit sehr lustig meine ich, es hätte schon im enden können. Willkommen im Turm des Owen und zu einem Untergang. Was eine nette Begrüßung. Da will man doch gleich weitergehen. Nicht wahr, Lynette? Wie gesagt, die einzigen Stimmen, die ich irgendwie sprechen kann, sind diabolische oder epische Stimmen. Mit meiner Stimmlage. Alles andere wird bei mir super schwierig, aber die beiden kriege ich hin. Interessanterweise. Was heißt interessanterweise, sollte eigentlich keinen wirklich wundern. Also zumindest mich wundert es da an der Stelle ehrlich gesagt nur bedingt. Ich meine, was eher sehr viel merkwürdiger wäre, wenn ich mit meiner Stimmlage gut Frauen- oder Kinderrollen sprechen könnte. Das wäre schon sehr überraschend. Höchstens, wenn ich Helium schluck. Weil ich habe so das Gefühl, bei meiner Stimmlage, wenn ich Helium schluck, dann höre ich mich so an, wie manche Leute sich normal anhören. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist, schwierig. Hihihi. Aber hey, versuche ich durch die Streams hier dann ein bisschen mein Voice-Acting auf Vordermann zu bringen. Blitzdolch. Nice. Mein Gott, was? Sind das Bomber? Nein, Torfestfratzen. Meine Vertonung von den Spielen ist das Beste, findest du heute und gestern. Also, sei mal bitte ganz ehrlich, das Beste, weil wie ich versuche, das hinzubekommen oder weil es halt tatsächlich gut ist. Weil, wenn das tatsächlich gut wäre, tut mir leid, aber ersteres, ich weiß. Ich hatte mir ehrlich gesagt schon gedacht. Weil ich habe eine unglaublich unvariable Stimme. Das weiß ich auch. Ich hab ja bei Okami ein bisschen das VOD mir angesehen oder angehört, dann ja natürlich auch, ne? Und ich bemühe mich halt wirklich, das alles hinzubekommen. Und dann höre ich, wie wenig dabei rauskommt und denke mir so, oh ne, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Ihr werdet niemals den richtigen Weg finden. Aber hey, ich glaube, das Gute ist, dass es halt sozusagen kein Voice-Acting ist, in dem Sinne, dass ich die Person versuche, also beziehungsweise die Personengruppe oder die Person versuche, möglichst exakt nachzumachen, weil ich weiß, das kann ich nicht. Ich versuche halt meiner Stimme verschiedene Facetten zu geben zu verschiedenen Charaktergruppen. Weil das ist genau das, was ich weiß, von dem, dass ich weiß, dass ich kann. Hat das Ding... Das Ding hat gerade Linne versteinert. Habe ich Goldnadeln? Okay, gut.
müsste sich fast schon daneben setzen und Stimmen machen, ja. Wie gesagt, meine Stimme ist halt unglaublich unvariabel. Und das weiß ich. Aber es hält mich ja nicht davon ab, mein Bestes zu geben und das da reinzustecken. Ich meine, ich könnte halt auch alles in meiner normalen Sprechstimme vorlesen, aber das ist so... Muss halt nicht wirklich sein, finde ich. Deswegen muss ich auch leider zugeben, dass ich niemals ein guter... dass ich zumindest mit verschiedenen Stimmen kein guter DM bei D&D wäre. Einfach weil ich da teilweise meine Stimme nicht genug dafür verstellen kann. Ich meine, klar, ich werde es dann vermutlich versuchen, verschiedene Facetten reinzubringen, aber... Das ist schwierig. Und dann sagen Leute oft zu mir, ja, versuch doch weniger monoton zu reden. Und dann so, ich steck schon so viel Mühe da rein. Es ist einfach meine Stimmlage, es tut mir leid. Ich meine, ich kann halt auch absolut nicht hochreden. Und ich habe keine Ahnung, was mit meinen Stimmbändern da überhaupt los ist. Warum das überhaupt so ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es so ist. Und ja. Ansonsten muss ich halt wirklich Kraft da reinlegen, dass meine Stimme mal anders klingt. Vielleicht könnte ich ein bisschen mehr betonen. Das gebe ich auch gerne zu. Meine Betonungen sind nicht so stark. Außer gerade irgendwie mal, wenn ich betonen sage, weil ich das Betonen extra betonen in dem Fall. Aber das hört sich kacke an, deswegen werde ich jetzt lassen. Aber ja. Ich beneide da irgendwie echt Leute, die da ihre Stimme wirklich verstellen können. Ich weiß nicht, ich glaube meine Stimmbänder sind dafür halt dann doch einfach zu... Warte, bei einer tiefen Stimme sind sie kurz, ne? Da muss ich vielleicht einfach einsehen, dass meine Stimmbänder für die meisten Stimmen einfach zu kurz sind. Es ist ja auch keine Schande, sich das einzugestehen. Genau 193 Damage. Genauso viel Leben wie Ark hat. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Natürlich kommt das Healing durch, bevor Ark wiederbelebt ist. Alles andere wäre ja auch... sinnvoll. Git. Okay, Phönixfedern scheinen 25% des Lebens zu regenerieren. Kann man sich, glaube ich, mal merken. Ja, jetzt kommt er und stiehlt die Show. Ja, nee, ist klar. Und er hat natürlich die Show gestohlen. Ich meine, er hat eventuell Ark vor einem erneuten Umfallen gerettet, aber trotzdem, er hat die Show gestohlen. Geht so nicht, geht so überhaupt nicht hier. Und ich finde das Zeichen für Gift hier auch ein bisschen überdramatisch, um ehrlich zu sein. Ich meine, klar, es ist Gift, es ist gefährlich, aber direkt einen Totenkopf dafür zu wählen? Come on. Warte, das waren die Viecher, die versteinern können, oder? Komm, jetzt machen wir mal was Verrücktes und Ark greift mal normal an. Keine Magie, nichts. Und sogar hier, Dings, greift auch normal an. Dash, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ich vergesse andauernd seinen Namen, weil ich den nicht ständig da in dem Menü sehe.
mein Gott machen? Die Sache ist, der Damage, den die raushauen, diese Hörnchen, der ist verdammt furchteinflößend. Ich muss euch da das jetzt nicht groß erzählen. Ihr habt den Damage gerade gesehen und... Da muss man kein Experte für sein, um zu wissen, dass wenn ein Charakter 250 aushalten kann und der Gegner macht 200 Damage, dann merkt man ja, das ist ein bisschen kritisch. Bombensplitter, nice. Ich glaube, Bombensplitter enthalten irgendwas. Feuer oder nur Feuer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen die ordentlich Damage. So langsam könnte der Turm mal zu Ende sein. Mir gehen nämlich die Ressourcen aus. Aber der Turm sagt so, nee, keine Sorge, ich gehe noch weiter. Ich werde deine Ressourcen schon alle aufbrauchen und natürlich wieder die Hörnchen. Was sollte noch anderes kommen? So, ich habe gehört, die haben Bock, wen zu one-hitten. So, sie verteidigt sich erstmal. Bitte, mach Blitzra. Braver Junge. Vermutet ist der Charakter im Canon wesentlich älter als ich, aber egal. Ach ja, stimmt. Stumm können die ja auch noch wirken. Gerade wurde mein Schwarzmagier verstummt. Diese Gegner sind echt nicht so... ungefährlich. Auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir an der Stelle mal festhalten. Ich habe so gedacht, das Echo-Kraut kann ich ja im Kampf einsetzen. Wird ja, denke ich mal, keinen großen Unterschied machen. Und dann muss ich gleich nicht im Menü navigieren alles. Ja, mir gehen so langsam die Heil-Items aus. Und generell geht so langsam das Healing aus. Das ist nicht gut. Warte, hier ist ein Weg nach oben. Aber hier scheint nur diese Schatztruhe zu sein, oder ja? Wenn hier jetzt nichts Geiles drin ist. Feuerklinge. Ist die stärker als die Blitzklinge oder genauso stark? Stärker, okay. Nehme ich. Flammenpanzer. Okay, wer bekommt den Flammenpanzer? Kannst du nicht zufällig ausrüsten. Ah, kann ihn wahrscheinlich auch sehr sicher nicht ausrüsten. Yep. Dann bekommt den Ingus. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt einen Flammenpanzer. Ich hab doch schon immer gewusst, dass Ingus der heißeste aus der Truppe ist. Nein. Ja, ich kann auch manchmal das, was ich sage, nicht ernst nehmen. Danke der Nachfrage. Bitte kill das Hörnchen einfach. Danke. Aber mir gehen echt die Ressourcen langsam aus. Das beunruhige ich mich gerade halt wirklich, weil... Ihr könnt euch vorstellen, keine Ressourcen bei sowas zu haben, ist echt nicht gut. Zeus Zorn. Warte, ist hier oben das Ende? Oh.
wollte eigentlich schon. Es gab hier einen Gang, den ich gar nicht gegangen bin. Ups. Au. Oh. Medusa. Ich, Medusa, werden diese Turm im Namen unseres Meisters Zante zerstören. Das Land in ewige Dunkelheit stürzen. Könnt mich nicht aufhalten, bereitet euch auf euren Tod vor. Netter Medusa-Kopf auf jeden Fall. Blitz. Blitz. Aero. Und raufhauen. Will ich wissen, wie viel Damage die Medusa macht? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Die wird gleich sowieso starrer Blick machen und irgendwen versteinern wollen. Natürlich. Ja, das geht ja noch. Ich habe Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich wesentlich Schlimmeres erwartet. Ich meine, solange noch keine wirkliche Not hier besteht, kann ich ja mit Refia noch Angriffsmagie machen. Ist ja eigentlich nichts dagegen. Okay, hat keine Feuerresistenz, gut zu wissen. Aber ich glaube, die Medusa wurde extra so platziert, weil die Leute gewusst haben, dass das hier ein langer Dungeon ist, dass der Kampf nicht so brutal wird. Sagt er und bereut sofort seine Worte. Aber wirklich sofort. Ich hoffe, Refia ist noch vor der Medusa dran. Yes, okay. Ja, das ist solides Heal. Okay. Das waren jetzt zum Glück zwei moderate Hits, sage ich jetzt mal. Kann man noch ganz gut wegstecken. Kein Feuerer mehr, das heißt Blitzen muss hier angewandt werden. Und hier auch wieder auf alle. Und mit Ingos noch angreifen. Die Sache ist, es sieht zwar gerade recht komfortabel aus mit den HP, ne? Aber man weiß halt nie, wie das jetzt so wird. Weil man hat gesehen, die kann Blitzra. Und das kann einem Charakter ganz schön wehtun. Gerade vor allem, wenn die vorher hier so einen physischen Angriff auf denselben Charakter macht. Wie man gerade gesehen hat. Die kann halt einen Charakter dann doch schon sehr schnell down bringen. Und das sollte man natürlich weiterhin beachten. In dem Kampf hier. Ich habe noch einen Vitra, benutze ich mal noch nicht. Vitra benutze ich, glaube ich, jetzt nur im größten aller Notfälle. Entweder auf einen oder auf mehrere Charaktere, nachdem wie die Lage ist. Aber damn, die Medusa? Die ist tanky. Leider habe ich keine Reihenfolge, dann könnte ich vielleicht gezielter healen. So muss ich gerade einfach auf das Beste hoffen. Und das Beste ist momentan, dass der Kampf vorbei ist, bevor mir die Heilung für meine Charaktere ausgeht. Was gerade leider knapper ist, als ich mir hoffe. Vor allem, weil die Medusa einfach nicht down gehen will. Gut, dass ich meine Ressourcen gespart habe. Auch einer der nervigeren Kämpfe. Ich meine, es war klar, dass es früher oder später passieren wird. 7 Medusa hat Lynne versteinert. Yay. Das Schlimme ist, ich glaube nicht mehr, dass die Medusa hier das eine der schlimmeren Kämpfe ist, ist das Problem. Oh, mich wundert's. Er hat nicht die Show geschwollen.
Ich hab so gedacht, jetzt kommt so, ich mach das. Und er steht allen die Schau, indem er die Medusa killt. Hätte mir so gut vorstellen können. Da Blick. Oh, okay. Blitz. Eis. Oh, sheesh. Ist nicht gut. Halt ich mal mit einer Potion. Mir geht so langsam echt das Ziel aus. Wenn die Medusa mal einfach umfallen könnte, dann, ja. Wäre es ganz nett. Let's go. Du mich auch, Medusa. Du mich auch. Nee, weißt du was? Du greifst an. Du machst weiterhin Eis. Und du verballerst den Vieh drauf, alle. Ja, ich kann mir vorstellen, Medusa ist eigentlich ein Nebenspiel, nerviger Kampf. Yes! Kurz vorm Ende. Also ich war kurz vorm Ende. Dass das doch geklappt hat. Ich geh nicht so nah ran, das Feuer. Ich glaube, es wird alles in die Luft fliegen. Endlich erinnere ich mich an alles. Ich bin der Hüter dieses Turms. Ich bin einer der Alten, wie ihr uns nennt. Ich habe sehr lange geschlafen und ich wachte auf, weil dieser Turm in Gefahr ist. Ich denke, ich habe ein bisschen zu lange geschlafen. Schließlich hat es mich die Zeit gekostet, mich an meine Aufgabe zu erinnern. Der Schaden ist erheblich, aber es ist noch nicht zu spät. Der schwebende Kontinent darf nicht in die Sonne geschleudert werden, denn das würde die schlimmste Auswirkung auf diese Welt haben. Warte, ein schwebender Kontinent? In die Sonne geschleudert? What the hell? Ich werde hineingehen und den Turm stabilisieren. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Vielen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Es hat Spaß mit euch gemacht. Echt nein, du wirst sterben, wenn du dort hineingehst. Dies ist mein Schicksal. Geht zur Insel der Zwerge, dort werdet ihr die Kraft des Feuers erhalten. Ich werde euch nicht vergessen. Lebt wohl. Okay, zurück am Schiff anscheinend. Wir sind zurück auf der Enterprise. Hat uns Dash etwa hierher gezaubert? Schau, der Malstrom wird schwächer, deswegen können wir ihn passieren. Sozusagen ein neues Gebiet. Wir stehen in Dash's Schuld. Lass uns zur Insel der Zwerge ziehen. Heißt das Schiff allen Ernstes Enterprise? Ja. Dash, pass auf dich auf. Das Schiff heißt allen Ernstes Enterprise. Die Insel der Zwerge wird dann wohl da im Westen sein, schätze ich. Ich meine, da rechts unten ist auch noch ein Ort, den man besuchen kann. Aber naja. Ich glaube, dann gehe ich da zuerst hin. Das sind... Die Meerjungfrauen sehen nicht sehr freundlich gesinnt aus. Obwohl... Ne, ich gehe zu oft... Ich glaube, ich gehe doch zuerst zu den Zwergen dann. Mal schauen, was die so... Was da sozusagen gibt. Was? Wie viel können die aushalten? Der Blitz mit 300 Damage hat ihn nicht gekillt. Das ist minimal beunruhigend. 8 Damage.
8. Dann so, Bliss mit über 300 Damage killt sie nicht. Danach so, 8 Damage. Das ist so das Äquivalent dazu, wenn man gefühlt eine Seeschlange. Oh, okay. Das ist so das Äquivalent dazu, wenn man die ganze Zeit an irgendwas mitarbeitet und dann irgendjemand anderes Credit dafür bekommt. Das ist so ungefähr, so hat sich das gerade angefühlt mit den 8 Damage. Aber irgendwie schon ein bisschen witzig. Aber so langsam steigen halt auch die Damage-Werte, ne? Und ich hab's noch nicht erwähnt, aber diesem schwarzen Magierhut, dem würde ich ungern zu nahe kommen. Ich will meine Augen noch behalten. Und ja, sorry, der Spruch musste sein. Hier ist eine Höhle, wenn das nicht das Territorium der Zwerge ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil, alte Fantasy-Regel, Zwerge sind immer in Höhlen. Das wurde gefühlt seit Tolkien nicht mehr aufgebrochen. Zwergenschlotte. Aiho, wir sind klein und haben großen Ärger. Okay, interessanter Dialog. Aiho, Menschen, willkommen in der Zwergenschlotte. Willkommen im Mocknet, Cooper. Wir können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Sind aber keine neuen da. Wir haben den Schrein mit einem schützenden Zauber belegt. Dem letzten Horn wird niemand zu nahe kommen. Wir werden es verteidigen. Da ist er von Schneewittchen abgeschaut. Kann sein. Gutzko, der Schurke. Er hat das Huhn gestohlen. Er hat den Huhn gestohlen. Es kann keiner mehr Witze über andere Leute machen. Wie furchtbar. Er hat das Horn gestohlen. Ein gerissener Schlitzohr ist er. Die zwei Hörner aus Eis in unserer Schatz. Eins davon wurde gemobst und stibitzt. Von einem Schuft gestohlen. Es muss gefunden werden. Das nenne ich mal ordentliche Ausrüstung. Eine Magierrobe. Auf jeden Fall mal mindestens ein Eishelm. So, rüsten, Magierrobe. Damit Ark nicht bei jedem Mal, wenn er angepustet wird, umfällt. Das andere war ein Hut. Ja, der Eishelm, okay. Zwei Hörner aus Eis in unserer Schale. Ah, okay, mit dem habe ich ja schon geredet. Okay. Das sind ja wohl wahrscheinlich die Shopping-Möglichkeiten hier. Das hier ist dann wahrscheinlich der Waffenshop. Feuerstab. Warte, die können die Stäbe. Diamantglocke. Eisenpfeile. Hört sich gut an. Nehmen wir mal 80. Weiß nicht, mit einem guten Bogen. So, hier ist dann vermutlich, eine Übernachtung kostet 80 Geld. Nein, immer noch nicht. Ich wollte nicht zweimal mit dem reden. Hier ist dann vermutlich, Zusatzzeug und, okay, alles klar. Hier gibt's High Potions. Gib's halt doch gerne mein Geld für Potions aus. Und, ich habe meine goldene Regel. Kriegen jede Statusveränderung immer 5 Items mit. Mindestens 5 Items zur Beitragung. Gegen Gift immer 10, weil Gift ist meistens die häufigste Statusveränderung. Und jetzt habe ich kein Geld mehr, um mir Magie zu kaufen. Nice. Krieger des Licht, wusstet ihr, dass weit im Osten das Dorf Giza auf einer Halbinsel liegt? Ja, da wollte ich nämlich noch hin. Die habe ich nämlich gesehen. Norden befindet sich ein leuchtender Turm, doch nach dem Erdbeben ist er verschwunden. Alles, was so bleibt, ist ein riesiges Loch. Von unsichtbaren Barriere blockiert. Dieser Schuft Gutzko hat sich mit dem Horn des Eises davon gestohlen.
Er floh durch den unterirdischen See. Leider können wir ihn nicht verfolgen, weil Zwerge nicht schwimmen können. Aber ihr seid Menschen. Ihr könnt das. Bitte helft uns. Lünnef, lasst uns reinspringen. Oh nein, wir müssen uns nicht schon wieder in Frösche verwandeln. Sie ist absolut begeistert. Bin gerade am Überlegen. Ob ich hier jetzt eigentlich dann wieder aufhören soll. Weil keine Ahnung, ich merke so, Final Fantasy ist ein Spiel, also Final Fantasy 3 ist so ein Spiel, gerade weil ich halt auch viel lesen muss und alles. Und auch viel vorlese. Und das Spiel jetzt nicht so viel gibt, über das von worüber man reden kann, so vom Spiel selber aus. Was für mich ein bisschen schwierig ist, da oft Commentary zu finden und deswegen ist es einigermaßen anstrengend. Deswegen würde ich sagen, hören wir für heute auf mit dem Spiel.